Kompoststarter. Das soll nämlich alles hier draußen liegen. So, Kryoschlafkapseln freigeschaltet. Schiff-Kryoschlafkapsel. Denk an deine Prothese, Proof. Ja. Moment, ich sollte gar keine kriegen gerade. Es sollte noch, Sly sollte ein bionisches Bein bekommen. Damit er sich endlich wieder normal bewegen kann von der Laufgeschwindigkeit. Er kann auch nichts für. Weißt du, wenn die Karawane nicht hier rüber geht zum Karawanenplatz. Dann sollen sie halt mitten im Nirgendwo drin sein. Und vor allem, ihr verdreckt das Zimmer von Yokum die ganze Zeit. So, Sly macht sein eigenes Bein fertig. ...512 Sandsteinblöcke, dann fangen wir mal an, einen schönen Sandsteinblöcke-Boden zu bauen. Oder geht Marmorpflaster? Dafür habe ich nicht genug, ne? Hex-Sandstein. Mit ansehnlichen Hexagonmuster. So, Sly. Bist du bereit? Bereit ist man nie, ne? Wenn der Anfang beginnt, zur super bionischer Maschine zu werden. Mein Gott. Rechtes Bein, rechtes Bein, rechtes Bein. Implantiere bionisches Bein rechts. Schaut nochmal ein bisschen in die Wolken. Und bitte geh in das Bett, was fürs Operieren auch gedacht ist. Wie fit bist du, Larissa? Aber wenn Larissa mal stirbt, habe ich auch ein Problem. Kann Sly nicht operieren, keine Materialien. Willst du mich veräppeln? Hä? Was? Wer? Wollte schon sagen. Ist doch totaler Blödsinn, dass ich den nicht operieren kann. Haben wir überhaupt einen Tiertrainer? Tierpflege. Ah, das macht der Yokum. Der ist da auch gut drin. Nein, Yokum hat angefangen... Er hat Medizin 7. Brech das ab. Was versteht er nicht daran, dass Larissa den jetzt operiert? Juhu!
Jede Waffenkammer braucht einen Fußabtreter. Da ist der Händler für exotische Güter. Habe ich mal am Anfang richtig vermessen. Kommt her. Oh. Na gut, Sly. Wie wir auch übrigens gerade sehen, kommt jemand Bestimmtes überhaupt nicht mehr zum Putzen. Wasserschweine, leckere Mahlzeiten, Bauteile, 15 Stück haben sie dabei. Naja. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Plastahl habe ich selbst 173, aber vielleicht kaufen wir es auf. So, da haben wir nämlich eine Sandsteinskulptur gemacht und eine normale und eine schäbige, die können wir beide verkaufen. Putzroboterbasis, 1400. Ob der die Kolonie komplett sauber hält? Mein Baudruide ist ja leider irgendwann kaputt gegangen. Durch einen kleinen Fehler. Die Nanophase E13 können eigentlich weg. Uran brauche ich. Achso, der Karawanenpass ist der Ort, an dem meine Karawane zusammengestellt wird und nicht, wo die Karawane seinen Urlaub macht. So, dann lassen wir nämlich sie auch nur nebensächlich putzen und sie kümmert sich weiter um die Kunst. Wenn Sly sein Kunstwerk hier fertig hat, verbieten wir ihn erstmal Kunst zu machen. Moment, Moment, Moment. Sie sind noch da, dann können Sie Sly sein Kunstwerk auch kaufen. Was schlecht ist, obwohl er über 10 hat. So, weg damit. Alles super. Warme Kleidung benötigt. Ja, ich sehe es.
Aber ich habe keine. Lustigerweise habe ich 7 Parker hier rumliegen. Dann soll er sich doch einfach einen alten anziehen. Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen, erlaube normale Kleidung, wenn du meinst. Obwohl, Kleidung soll da nicht rein. Einstellung einfügen, einfügen, einfügen. Und da geht das noch nicht. Da kommen alle Waffen jetzt rüber. Sobald jemand Zeit hat, was zu transportieren. Ah, da geht's los. Du hast immer noch alle Heizungen ausgeschaltet. Da gebe ich dir recht. Moment, danke für den Tipp übrigens. Sonst hättest du es jetzt nicht so schnell gemerkt. Lulup. So. Die Mods, die ich benutze, liebe Freunde, die im Chat fragen, hat, beziehungsweise ich glaube, warte, ich gucke. Die sind im Let's Play in der Beschreibung auf jeden Fall. Ich schaue gerade, ob ich die hier, nee, im Stream habe ich die nicht in der Beschreibung drin. Aber wenn ihr in die erste Folge, zweite oder dritte oder sonst irgendwelche Folgen von RimWorld reingeht, dem aktuellen LP, dann habt ihr da in der Beschreibung die... Also drinstehen, was Sache ist. So. Starte Putzroboter. Bzz, bzz. Ein Traum wird wahr. Sieht aus wie ein Teppichroboter. Die eigentlich gar nicht putzen. Also gefühlt machen die nichts. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit den heutigen aussieht. Damals, der eine Freund von mir, der einen hatte, der ist rumgefahren und hat es halt geschafft, ja, irgendwie zu putzen. Aber dann hast du gesehen, dass der halt wirklich, also die Bereiche, wo er nicht hinkommt, lag halt der ganze Dreck dann trotzdem noch da drin. Ne? Und dann hat es halt die Stelle, die sauber ist, die dann einfach so einen wirklich präzisen Bogen gemacht hat um die Ecke und dann halt weiterging, ne? Wo der halt wieder nicht dran kam. Neben der Waffenkammer lag keiner bewusstlos, die hat nur geschlafen. Bewusstlosigkeit und Schlaflosigkeit, nee, Moment, Bewusstlosigkeit und Schlaf werden ja von den meisten verwechselt. Boah, die Schnitterklinge wird mir 726 bringen. Ich werde die eh nicht jemanden verabreichen. Dann hole ich dafür noch ein bisschen Plastahl. Gerne verkaufen wir noch mal ein paar leckere Mahlzeiten an euch. Das kann sofort unser Koch nachbauen. Ach so. Dann verdienen wir mit eurer Anwesenheit sogar noch ein bisschen Silber.
Wir haben niemanden, der Holzarbeit macht. Doch, aber er macht zurzeit natürlich den Bergbau bevorzugt. Kann der mal aufhören? Wir haben 1600 Stahl. Proof, du hast ein Fortnite-Bild als Vorzeigebild, ist richtig, weil wir Fortnite vorhin gespielt haben. Wie kann man die Teufelgarnpilze verarbeiten? Ich glaube, sobald die fertig sind, könnten die direkt verarbeitet werden. Das Problem ist, meine Teufelgarnpilze waren nie fertig. Also, beziehungsweise, die sind nie fertig geworden. Es ist immer irgendwas vorher passiert, wodurch, mir die Ernte eingegangen ist. Und man merkt einfach, es dauert ewig. Wunderschön und macht gerne Kunst. Achso, die gehören zu der Fraktion, die mich so mag. Dann lassen wir es lieber. Dann will ich keinen von denen gerade entführen. Genau, nimm meine zwei Stoff an dich. Pah, Medizin für den Preis. Kauft man relativ schäbigen Stoffsachen. Ich weiß, so viel Geld hat er nicht dabei. Ja, so geht das. Da haben wir ihnen das Geld aus der Tasche gezogen. Da ist auch schon wieder 12. Warum redet Proof nicht? Kann ich sagen, warum? Ich habe eben jemand geantwortet. Ein Timberwolf rächt sich. Ach so. Da meine Besucher einfach mal Bock gehabt, einen Timberwolf aufzuschlitzen beim Weggehen. Warum nicht? Sollen wir unsere Leute heute noch wegschicken? Von dem Planeten? Ihr wusstet, irgendwann wird es enden. Und ich finde, bis jetzt habe ich mich echt gut geschlagen. Aber ich glaube, wenn nochmal ein richtig harter Angriff kommt,
Da habe ich nicht so viel Glück wie beim letzten. Das hier unten ist so ein schönes Gebiet fürs Raumschiff, oder? Höhö, 25 Bauteile, 100 Uran. Aber Uran habe ich auf jeden Fall irgendwo gesehen. Da. Mit Fertilizer kannst du den Boden in den Gewächshäusern aufwerten, so dass das Wachstum beschleunigt wird. Ja, das habe ich mir mal gedacht zwischendurch, aber dann habe ich es nicht weiter verfolgt. Weil ich unsere Sachen eher für wichtige Sachen ausgegeben habe. Also das Baumaterial. Keine der Kryokammern ist belegt. Meine Modliste in der Videobeschreibung stimmt nicht mit denen in der aktuellen Staffel überein. Das würde mich fast wundern. Höchstens auf 1 oder 2 Mods, wenn, die ich mal dazu gemacht habe. Ein verrücktes Tier, okay. Dr. Proof, du bist ja fast der Schnellste im Laufen inzwischen, auch wenn dir ein Bein fehlt. Come on! Muss mein Energiegewehr. Jetzt noch nicht, da ist verrottet. Das wäre schon echt bitter. Ich gehe ja doch vorne lang. Danke. Der Tod? Ja. Okay, dann ist die Modliste wirklich nicht aktuell. Okay, dann mache ich eine frische Modliste bis, also morgen früh. Wenn dieses Video online geht, wird die Modliste wieder richtig sein in der Beschreibung. Ich muss jedes Mal wieder in Steam suchen, wie man es überhaupt macht. Weil es so komisch versteckt ist, diese Kollektion zusammenzustellen.
Lass mich raten, Brick, die Waldarbeit ist durch. Aufgaben. Verleiht dem Träger extreme Stärke. Schaden 9.